Geboren bin ich in Deutschland, in der Stadt Radolfzell. Dort bin ich auch zur Schule gegangen. Meine Muttersprache ist Ungarisch. Deutsch habe ich erst im Kindergarten gelernt. Die familiäre Verwandtschaft zwischen Ignaz und meinem Stamm der Semmelweis-Familie lässt sich auf seinen Urgroßvater Georg I. zurückführen. Die Stämme haben sich irgendwann getrennt und er ist ja letztlich nach Buda gezogen und ich gehöre zum Sirzi-Stamm. Das ist eine Ortschaft in der Nähe vom Balaton. Natürlich, der Name verpflichtet. Das heißt, in meinem konkreten Fall, dass eigentlich fast die ganze Familie aus Ärzten besteht. Und natürlich in der Familie sprechen wir viel über unsere Berufe. Meine Eltern sind Zahnärzte. Und da ist natürlich das Thema der Asepsis, Antisepsis tagtäglich vorhanden. Somit denken wir natürlicherweise manchmal an ihn. Zahnmedizin liegt bei mir sozusagen in der Familie. Also meine Eltern sind Zahnärzte, meine Großeltern mütterlicherseits waren auch Zahnärzte, väterlicherseits natürlich viele Ärzte. Das heißt, ich habe mich eigentlich nie dafür entschieden, was anderes zu tun. Das wurde mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt und zu Hause natürlich habe ich sehr viel von diesem Fach mitbekommen und es war mein eigenes persönliches Interesse, dass ich verstehe, worüber meine Eltern eben sprechen, wenn es um Dinge in der Praxis geht. Als beginnender Zahnarzt hat mir die Semmelweis eben, ich denke, sämtliches Wissen gegeben, um als Zahnarzt tätig zu sein. Denn man hatte hier, wie gesagt, sehr viele Patienten, an denen man lernen konnte, mit Hilfe der Dozenten. Jeder, der die Absicht hat, Medizin zu studieren, sei es Allgemeinmedizin oder Zahnmedizin, der ist hier, denke ich, gut aufgehoben. Aber es ist, wie gesagt, nicht einfach. Es ist eine Herausforderung, ebenso wie in Deutschland. Man muss den Erwartungen gerecht werden. Budapest, eine der schönsten europäischen Städte meiner Meinung nach. Man hat eben Freundschaften geschlossen, auch eben wegen dem gemeinsamen Ziel, hier als Ärzte rauszukommen. Und das sind auch Freundschaften, die natürlich dann zu gemeinsamen Erinnerungen geführt haben. Was die Uni angeht, da gab es die erste Anatomiestunde, die sofort knallhart losging. Wir hatten eine sehr, sehr gute Anatomiedozentin, die gute Herr Ergebert, die uns immer getriezt hat, zu lernen, worin sie auch Recht bewahrt hat. Oder natürlich hauptsächlich waren es die Praktika, die im Zusammenhang mit der Uni im Gedächtnis geblieben sind. Also die erste Füllung, die man gesetzt hat. Nach circa 4 Stunden Arbeit hat man sich sehr gefreut, dass man es endlich geschafft hat. Die Universität empfehle ich, weil man eine sehr persönliche und enge Bindung eben zu den Dozenten hat, die einen immer helfen, wenn man Hilfe braucht, aber gleichzeitig einem auch viel Freiraum lassen, um selber eben tätig zu sein. Dadurch, dass man eben so viele Freundschaften hier in Budapest geschlossen hat, mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die auch die Uni abgeschlossen haben, seien es Deutsche oder auch Internationale, hoffe ich natürlich in Zukunft auch auf eine Zusammenarbeit mit diesen Leuten, mit diesen Freunden. Und ich wüsste immer, wen ich anrufen muss, wenn ich mal was nicht weiß. Im Nachhinein bin ich natürlich sehr froh darüber, mein Studium hier abgeschlossen zu haben.